Bonjour à tous. Heute werden wir gemeinsam sehen, wann man le passé composé und l'imparfait benutzt. Wir werden zusammen eine Übung machen. Ich werde euch die Antworten geben und euch erklären, warum ihr le passé composé oder l'imparfait benutzen müsst. Ich denke, das ist ein besserer Weg zu lernen, als sich einfach Regeln zu merken. Also wenn ich Fehler mache, bitte sagt mir Bescheid. Jetzt nur zwei kleine Informationen. Le passé composé und l'imparfait beschreiben Handlungen in der Vergangenheit. Aber es gibt einen Unterschied. Man verwendet le passé composé bei geschlossenen Handlungen und plötzlich ansetzenden Handlungen. Und l'imparfait bei Gewohnheiten, Beschreibungen einer Situation oder länger andauernden Handlungen. Jetzt fangen wir mal an mit der Übung. Also, setze die richtige Zeitform ein. Imparfait oder passé composé. Il y a un mois, je décidais de partir en voyage. Il y a un mois, j'ai décidé de partir en voyage. Also, vor einem Monat habe ich beschlossen, einen Ausflug zu machen. Das ist passé composé, denn das ist eine abgeschlossene Handlung. Comme mes parents étaient malades, ils sont restés à la maison. Comme mes parents étaient malades, ils sont restés à la maison. Also, da meine Eltern krank waren, blieben sie zu Hause. Das ist die Beschreibung einer Situation und also das ist imparfait. Je suis donc partie seule. Le soleil brillait quand je prends le train. Je suis donc partie seule. Le soleil brillait quand j'ai pris le train. Alors, ich bin also alleine gegangen. Die Sonne schien, als ich den Zug nahm. Also, das ist imparfait, denn das ist, die Beschreibung einer Situation, das ist der Hintergrund. Und hier ist passé composé, denn das ist eine abgeschlossene Handlung. Also wenn ich l'imparfait verwendet hätte, hätte das bedeutet, dass es eine Gewohnheit war. Okay. J'avais choisi une ville en Pologne. La ville semblait vide, tout restait silencieux. La ville semblait vide, tout restait silencieux. Also, ich hatte eine Stadt in Polen ausgewählt. Die Stadt schien leer zu sein. Alles war still. Also, das ist die Beschreibung einer Situation und deshalb imparfait. Ensuite, le plan de la ville être illisible, je me sentais seule. Le plan de la ville était illisible. Je me sentais seul. Also, der Stadtplan war unleserlich. Ich fühlte mich allein. Also, das ist die Beschreibung einer Situation. Wenn ich le passé composé benutzt hätte, hätte das bedeutet, dass der Stadtplan plötzlich unleserlich war. Und das ist nicht der Fall. Soudain, un coup de trompette retentir, puis une foule de gens apparaître en dansant. Also, soudain, un coup de trompette a retenti, puis une foule de gens est apparue en dansant. Also, plötzlich ertönte eine Trompette, dann erschien eine Menschenmenge tanzend. Also, la passé composé, denn die sind plötzlich ansetzenden Handlungen. Einige jonglierten, also certains jonglaient, d'autres chantaient en plein poumon. Und andere sangen lauthals, also jonglaient. Certains jonglaient, d'autres chantaient à plein poumon. Also das ist imparfait, denn das ist die Beschreibung einer Situation. Und diese Handlungen haben eine relativ lange Dauer. Je réalisais que c'était la fête de la ville.
j'ai réalisé que c'était la fête de la ville. Alors, passé composé. Mir wurde klar, dass es die Stadtparty war. Also, passé composé, denn das ist eine plötzlich ansetzende Handlung. Ich suchte nach meiner Kamera, als jemand meinen Namen rief. Es war mein Musiklehrer. Also, je cherchais mon appareil photo quand quelqu'un a crié. Attends, je cherchais mon appareil photo quand quelqu'un a crié. Mon nom, c'était mon professeur de musique. Also, hier ist imparfait, denn das ist die Beschreibung einer Situation. Das ist der Hintergrund, sozusagen. Und hier ist ein passé composé, denn das ist eine plötzlich ansetzende Handlung. Il passait tous les ans ses vacances dans cette ville. Il passait tous les ans ses vacances dans cette ville. Also, verbrachte jedes Jahr seine Ferien in diese Stadt. Das ist eine Gewohnheit und deshalb imparfait. Also, und alles perfekt. Natürlich. Also, ich hoffe, dass euch dieses Video ein besseres Verständnis für den Unterschied zwischen le passé composé und l'imparfait gegeben hat. Und für Fragen stelle ich euch gerne zur Verfügung. Et je vous souhaite une excellente journée.